Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute widmen wir uns dem Thema Hommagen. Was halte ich davon, was halten andere YouTube-Kollegen davon und wie stehen wir generell dazu? Falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, lasst gerne ein Abo da, gerne auch einen Daumen nach oben am Ende des Videos und dann aktivieren der Glocke. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut sehr gerne auch auf meiner Homepage vorbei. Dort gibt es nahezu wöchentlich einen neuen Blogbeitrag für euch. Ja, wie so oft, wir fangen mal mit einer Definition an. Das macht am meisten Sinn, darin kann man sich langhangeln. Mein Blick geht nach unten aufs Handy und ich zitiere aus Wikipedia. Wie wir alle, die wissenschaftlich mal gearbeitet haben, wissen, nicht immer voll zitierfähig. Aber naja, ich denke, für unsere Zwecke jetzt reicht das. Eine Hommage ist ein öffentlicher Ehrenerweis, meist auf eine berühmte Persönlichkeit, der man sich verpflichtet fühlt. Gut, eine Uhr ist jetzt keine Persönlichkeit, aber ich denke, man kann das Ganze übertragen. Es ist also eine Art Ehrerweis einer dritten Person hinsichtlich, wir beziehen es jetzt auf die Uhrensache, also einer dritten Person im Sinne einer Marke, eines Unternehmens, hinsichtlich eines ikonischen Designs einer anderen Marke. Und der fühlt man sich vielleicht verpflichtet, weil sie den Weg geebnet hat oder wie auch immer, darin kann man ein bisschen was reininterpretieren. Aber ich denke, so kann man das sehen. Also wir müssen ganz klar unterscheiden, Fake ist, ich kopiere eine Uhr 1:1 mit dem Markennamen derjenigen Marke, die diese Uhr ursprünglich auf den Markt gebracht hat. Nehmen wir Rolex, da gibt es die meisten Hommagen und auch, denke ich mal, Fakes von. Eine Submariner wird 1:1 kopiert, auf dem Zifferblatt steht Rolex. Die Uhr stammt nicht von Rolex, ist nicht autorisiert von Rolex. Das ist ein Fake. Eine Hommage ist angelehnt an das Modell. Das heißt, es ist meistens verblüffend ähnlich aufgebaut. Es ist aber mit einem anderen Markennamen versehen, nämlich derjenigen Marke, die eben diese Hommage gebaut hat. Also man bedient sich des Designs, man packt vielleicht noch ein paar persönliche Noten rein und dann versieht man das Ganze ordnungsgemäß mit seinem eigenen Markennamen. Ja, und genau da sehe ich auch nichts Schlimmes drin. Ich persönlich bin kein großer Fan von Hommagen. Das liegt einfach daran, wenn ich eine Uhr habe, die wie eine andere aussieht, dann hole ich mir entweder das Original oder ich lasse es. Das sehe ich bei Fakes genauso, aber nicht, dass man die vergleichen kann. Hommagen sehen vollkommen okay. Wer jetzt beispielsweise schlichtweg einfach nicht das Budget hat oder nicht ausgeben möchte für eine Hulk und in dem Falle dann auf die Steinhardt-Variante zurückgreift, der hat eine schöne, sehr, sehr wertige, tolle Uhr. Der Markus hatte sie auch im Review und hat eben einfach ein bisschen Geld gespart und trotzdem die Optik derjenigen Uhr, an die sie eben angelehnt ist. Da gibt es, finde ich, nichts Verwerfliches dran. Ich mag sehr gerne individuelle Designs. Ihr wisst, ich stehe auf Marken wie Formex, Alexander Shurokov, Hublot. Das sind alles Marken, die sich viele Gedanken machen hinsichtlich Design, hinsichtlich Material und sich damit auch wirklich massiv abheben von anderen Uhren, Marken, Unternehmen in der Branche und sonstigen Designs. Und gerade das finde ich gut, ja, das ist mir persönlich wichtig und da gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber das finde ich erstrebenswert. Und wenn man dann sagt, ich hole mir die Steinhardt statt der Submariner, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung, aber ich würde mir dann beispielsweise für das Geld lieber irgendwie eine günstigere Uhr von Alexander Shurokov holen. Ja, das ist so meine persönliche Meinung dazu. Was ich gut finde und auch selber teilweise in der Sammlung hatte oder habe, sind Anleihen aus eigenen Kollektionsreihen. Da mein beliebtes Beispiel, die Maurice Lacroix Icon, die eben angelehnt ist an die Calypso aus der eigenen Modellpalette, die natürlich auch ein paar Anleihen des von Gerald Genter geprägten Designs hat. Aber ich finde, das ist nicht schlimm, man lehnt sich da nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, die hat genug Eigenständigkeit und ist eben an ein eigenes Design angelehnt und damit in meinen Augen, nach meiner subjektiven Sicht, keine Hommage einer AP. Ja, das sehen viele Leute anders, aber ich denke, man kann da beide Meinungen fundiert vertreten. So, das sage ich dazu. Was sagen meine lieben Uhren-YouTube-Kollegen dazu? Das erfahrt ihr jetzt. Ich gebe ab an euch Jungs. Ja, hallo, liebe Zuschauer vom Flomp89. Ich bin's. Ja, der Flo hat mich ja gebeten, euch meine Meinung zum Thema Hommage-Uhren mitzuteilen. Und ja, ich denke mal, viele Flomp-Zuschauer werden ja sicherlich auf meinen Channel gucken und die kennen dann schon meine Einstellung zum Thema Hommage. Ich finde, oder ich persönlich habe mit Hommage wirklich so gar kein Problem. Ja, ich habe ein Problem mit Fakes, ja, also wirklich Uhren, die dementsprechend 1:1 nachgebildet werden, um eben ja, den Anschein zu erwecken, man hätte ein Original am Arm. Damit habe ich ein Riesenproblem, da komme ich nicht mit klar. Aber wenn es eine Hommage ist, die
ja, 1:1 nachbauen darf man es ja eh nicht, aber die so nah wie möglich eben an das große Vorbild kommen möchte, dann finde ich das völlig in Ordnung. Solange da eben dann auch ein anderer Name draufsteht. Also wenn das dann eben eine Steinhardt ist und eben nicht so was anderes Seltsames, was man da draußen auch kaufen kann. Ja, und Steinhardt ist ja auch ein ganz gutes Beispiel. Da kriegt man wirklich schöne Rolex-Hommage-Uhren für ein sehr schmales Budget. Ja, manche begründen ihr Problem damit, dass sie da haben, ist, dass man irgendwie den Anschein erwecken möchte, man hätte irgendwas am Arm, was es am Ende gar nicht ist. Oder ja, das würde ja nur dem großen Vorbild nacheifern. Mag sein, ja, so kann man das sicherlich deuten. Aber letztendlich, was passiert denn? Also ich meine, man würde ja sowieso bei genauerer Betrachtung erkennen, dass es eben nicht das Original ist. Manchmal geht man vielleicht auch davon aus, dass es vielleicht gar nicht ein Original ist. Und selbst wenn, was passiert denn? Es passiert doch eigentlich gar nichts. Also man trägt eine schöne Uhr und man kann sich vielleicht das Original nicht leisten. Und dann nimmt man eben eine Hommage-Uhr. Da passiert weder dem großen Vorbild was, noch dem Träger etwas. Also dem fällt nicht der Arm ab oder so. Wenn ich zwischendrin mal die ein oder andere Uhr trage, wie eben zum Beispiel meine grüne Steinhardt, die so wirklich sehr nah der Hulk ist, ja, dann werde ich auch nicht angesprochen, so, was ist das denn? Ach, das ist ja eine Hommage-Uhr. Ja, passiert auch nicht. Also ich habe mit Hommage kein Problem, weil ich finde, wenn es vernünftig, wie soll man sagen, zu erkennen ist, dass es ganz klar kein Fake ist, sondern eben eine Hommage, dann ist das für mich zweifelsfrei vollkommen einwandfrei. So, ich glaube, jetzt habe ich lange drum herum gelabert und hoffe, dass am Ende halbwegs was Sinnvolles rausgekommen ist. So, bis dann mal. Ciao, ciao. Hallo lieber Flo und hallo liebe Zuschauer vom Flo. Flo, du hast mich darum gebeten, mal meine Meinung zum Thema Hommage-Uhren zu teilen. Und interessantes Thema, ich habe mir damals, und das war meine erste mechanische Uhr, eine Marcello C Tridente gekauft. Und das ist eine Hommage-Uhr. Und zurück betrachtet denke ich mir mittlerweile manchmal, boah, warum habe ich damals nicht einfach die Nogin Hydro Conquest genommen, die ich auch in der Auswahl hatte und die im ähnlichen Preissegment war wie die Marcello C. Denn ich denke, dass genau diese Longines heute immer noch Restzeit bekommen würde, weil sie eben keine 1:1 Hommage hat, weil sie eine eigene Historie hat, eigene Charaktermerkmale drin hat, Mini-Slope erkennt, den Kronstutz, der ist recht einzigartig, beziehungsweise Longines als solches hat halt eine interessante Geschichte. Das mindert nicht den Wert und ich habe auch meine Marcello C Tridente damals 3 Jahre nonstop am Arm getragen, aber trotzdem, sie bekommt heutzutage überhaupt keine Restzeit mehr, weil es halt, ja, mich an eine andere Uhr erinnert und ich diese ja auch in der Sammlung habe oder in ähnlicher Art und Weise. Das gesagt, verstehe ich natürlich Hommage-Uhren und respektiere die auch. Klar, nicht jeder möchte unbedingt das Geld ausgeben für eine Rolex oder bekommt sie auch erst gar nicht. Denn seien wir mal ehrlich, auch das ist ja schwierig geworden heutzutage. Plus, ich kenne auch eingefleischte Rolex-Sammler, die neben ihren Kronen auch die eine oder andere Steinhardt, Marcello C oder was auch immer in der Sammlung haben und diese Uhren gerne tragen für Tätigkeiten, wo sie halt dann nicht die Krone tragen möchten. Plus, und das ist auch wichtig, manchmal bekommt man bei Hommage-Herstellern das, was man bei dem Originalhersteller nicht mehr bekommt. Sprechen wir mal über die Milzop von Steinhardt, die halt eine Hommage an eine Vintage-Rolex ist, die es heutzutage so gar nicht zu kaufen gibt, beziehungsweise wenn man sie möchte, da über 50, 60, 100.000 Euro bezahlt, je nachdem, wo das Ganze liegt. Und da ist das dann natürlich auch wieder interessant. Trotzdem kann ich sagen, dass ich heutzutage weniger gerne Hommagen empfehle und dann eher dazu rate, zu einer eigenständigen Uhr zu greifen. Zu erwähnen sei hier zum Beispiel in diesem Segment bis 1.000 Euro die Longines Hydro Conquest, aber auch eine Squale 1521 mit dem Van Buren Gehäuse, die sehr eigenständig ist. Da gibt es tausende von Möglichkeiten, Mido etc. pp. Und ich denke mal, das ist ja auch das Interessante bei Hommagen bzw. bei Mikrobrands, dass sie zum Teil nicht nur Hommagen herstellen, sondern auch eigenständige, innovative Uhren bieten. Und ich denke mal, das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Na gut, das war's von meiner Seite. Flo, nochmal vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann.
Ciao. Ja, und das sind unsere Meinungen zum Thema Hommagen. Also wie ihr seht, man kann Hommagen durchaus gut finden und kaufen. Ich halte für mich, für meine persönliche Sammlung nicht so viel davon, kann es aber keineswegs verurteilen und finde durchaus, dass Hommagen ihre Berechtigung haben und wichtig sind für die Uhrenwelt. Denn wenn eine Uhr viele Hommagen hat, dann spricht das für ihr ikonisches Design. Jetzt war ich noch etwas zu schnell. Und das ist nichts Schlimmes und nichts Schlechtes. Fakes hingegen sind absolut für mich absolut indiskutabel. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema da unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr dazu steht. Vielleicht habt ihr selbst Hommagen. Wenn ja, welche und an welche Uhr sind sie angelehnt? Schreibt mir all das in die Kommentare. Ich freue mich auf die nächsten Videos für und mit euch und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.